ich will ein Weihnachtsgeschenke-Video drehen, also beziehungsweise das, was ich zu Weihnachten bekommen habe. Irgendwie hat das keinen deutschen Satz ergeben. Hab mir auch noch einen Kaffee gemacht in meiner niedlichen Tasse. Ja. Fangen wir mal an. Ich hoffe, dass ich alles zusammengesucht habe, weil es ist zwar nicht, es war schon sehr viel. Also wenn man das von den Mitarbeitern mitrechnet und von den Arbeitskollegen, weil war das schon sehr, sehr viel. Fangen wir mal mit was Kleinerem an. Ich habe von meiner Cousine einen Müller-Gutschein bekommen und ein Badezusatz und von ihr diese Pralinen von Heindl. Die schenken wir sich jedes Jahr und ich kann in die voll reinkippen. Die sind nämlich so extrem lecker. Von meiner Schwester habe ich dieses Sackerl hier gekriegt. Da drinnen waren auch von Heindl diese Schokomousse-Pralinen. Ich liebe diese Heindl-Pralinen, die sind alle urgeil. Auch einen Müller-Gutschein habe ich gekriegt und eine Duftkerze, die mega geil riecht. Die mega geil riecht. Ja. Das waren dann mal die ersten Geschenke. Von meiner besten Freundin habe ich diese kleinen Perlenohrringe, man sieht die halt kaum leider, weil die so klein sind, die kleinen Perlenohrringe bekommen. Die hat sie mir in so einer Box geschenkt und in der Box ist noch ein Schutzengel drinnen. Moment, schauen wir mal, ob ich das schaffe hier, dass ihr den Schutzengel seht. So sieht er aus. Ich weiß nur noch nicht, wo ich ihn dranhänge. Vielleicht am Schlüssel, muss ich aber noch mal schauen. Und in so einer süßen Tüte hat sie mir das geschenkt. So. Dann, was zeige ich euch noch? Ich habe vom Stefan was bekommen. Eigentlich wollte ich mir das so relativ für den Schluss aufheben. Aber ich zeige es euch jetzt schon. Der hat ja echt den Vogel abgeschossen. Der hat mir von Tom Ford Sachen geschenkt zu Weihnachten. Da habe ich echt glaubt, mich trifft der Schlag. Er hat mir diese Box einmal geschenkt. Also ich bin jetzt schon wieder sprachlos, wenn ich die Sachen nur aufmache und mir anschaue. Die waren angeblich so schön eingepackt mit dieser Masche, deswegen habe ich die noch aufgehoben. Proben waren auch drin, die zeige ich euch dann auch gleich. Er hat mir geschenkt nochmal den Tom Ford Lost Cherry. Ich habe den jetzt gerade aktuell auch oben, weil wir versuchen gerade den anderen leer zu machen. Das Lustige ist, er hat den dann mitbenutzt, weil er hat auch die Liebe dafür entwickelt, sage ich jetzt immer, weil mir hat er von Anfang an gefallen, wie ich ihn das erste Mal benutzt habe. Damals im ersten Bezirk. Und ja. Er benutzt ihn mit mir mit und weil er meinen die ganze Zeit öfter benutzt als ich. Ich habe ihn jetzt halt aktuell auch jetzt wieder öfter drauf, weil ich ihn halt leer machen will auch und er benutzt ihn auch immer mit mir. Ja, jetzt habe ich ihn noch einmal und darüber freue ich mich wirklich sehr. Dann hat der Verrückte mir Lidschatten geschenkt. Den Preis hat er nicht gescheit abdeckt. Ich habe den Preis gerade entdeckt, ich kill ihn gleich. Ich werde ihn töten. Ich werde ihn wirklich töten. Auch von dieser Lost Cherry Reihe gibt es halt ein Lidschatten-Set, das er mir geschenkt hat. Das kommt so schön in der Verpackung. Das hat dann noch so eine Samtverpackung. Schaut dann so aus. Also das. Ich wollte mich eigentlich heute damit schminken, aber ich wollte es zuerst zeigen und das dann zuerst fotografieren, bevor ich es benutze. Und ich zeige euch mal die Lidschatten. Es kommt so. Oh, jetzt habe ich euch geblendet mit dem Spiegel, sorry. Es kommt so mit so Applikatoren und da ist noch so eine Schutzhülle drauf. So. Und das sind die Lidschatten. Und die sind wunderschön, finde ich. Also die sind alle vier wirklich schön. Ich habe halt jetzt vor, dass ich dann demnächst mal meine Lidschatten aussortiere, weil ich halt jetzt auch diese teuren Tom Ford habe und ich die ja auch benutzen will. Ich will ja nicht, dass die nur in der Gegend rumliegen, sondern ich will die auch verwenden. Deswegen nächstes Jahr habe ich echt viel vor mit dem Ausmisten und so, weil Stefan und ich reden jetzt öfter schon übers Zusammenziehen und ich will halt nicht mit so viel Kram in eine Wohnung ziehen, weil ich habe wirklich echt viel Scheiß. Ich sollte doch nächstes Jahr wirklich nichts mehr kaufen, weil sonst habe ich ein echtes Problem mit den Sachen zum Transportieren. So, das war in die. Jetzt ist was geflogen. Ich weiß nicht mal was. Irgendein Stöpsel. Ja, das war mal in diesen Karton drinnen. Weil das andere aber nicht reingepasst hat. Das waren nämlich drei Sachen, die er mir gekauft hat. Und bei dem dritten bin ich echt halbart hyperventiliert. Weil das dritte Geschenk
ist von dem Tom Ford Lost Cherry eine Kerze. Und er weiß ja, dass ich Kerzen liebe. Und ich finde das so schön, dass er... Die Idee alleine finde ich so... Ich glaube, kein anderer Mann kommt drauf. Ich habe bis jetzt noch keinen gehabt, der so drauf achtet, was ich mag. Also das hatte ich wirklich noch nicht. Deswegen hat er mir die Tom Ford Lost Cherry Kerze geschenkt. Ich kriege sie nicht auf. Jetzt habe ich gerade verkrüppelt reingeschaut, weil ich es nicht aufgekriegt habe. Ich traue mich doch gar nicht raus. Also die Verpackung ist ja schon... Allein wunderschön und so schaut die Kerze aus. Und sie riecht exakt wie der Duft und das macht mich fertig, nervlich. Das macht mich echt fertig. Die riecht exakt genauso wie der Duft und ich finde das so genial. Er nervt mich jetzt schon jeden Tag, dass wir die anzünden sollen. Aber ich will die noch nicht anzünden. Ich will erstmal die anderen abbrennen, die ich da noch verwende und dann... Mal schauen, wann ich die benutze. Es ist eh dämlich, dass ich die nicht benutzen will. Ich weiß eh, weil die war sicher teuer genug. War er da so gescheit? Da war kein Preis. Aber es ist halt wirklich schade, die anzuzünden. Ich meine, die Schachtel würde ich mir fix aufheben. Die ist ja urschön, die Schachtel. Aber ja, ich war echt perplex, wie er mir das geschenkt hat an Weihnachten. Fangen wir mit den nächsten zwei Sachen an. Na Blödsinn, ich zeige euch jetzt mal die Kette, die habe ich nämlich von Stefan seiner Mom oder beziehungsweise von seinen Eltern bekommen. Das ist von Swarovski, ich hoffe man kann die gut sehen, wartet kurz. So, das ist von Swarovski eine Kette und ich finde die so wunderschön. Ich trage eigentlich hauptsächlich die von meiner Mom, aber ich versuche jetzt ein bisschen schon abzuwechseln, weil ich will ja auch andere Ketten auch tragen und ich finde die wirklich schön. Ich habe mir jetzt so eine Verlängerung besorgt beim Swarovski. Ich hoffe, das könnt ihr irgendwie erkennen, weil mir die zu eng anliegend am Hals war, aber ich finde die wirklich, wirklich schön. Also die ist so schön. Ich trage eigentlich sowas gar nicht, weil Perlen eigentlich nicht so mein Ding sind, aber ich finde die wirklich schön. Also bin echt begeistert. Und ja, seine Eltern haben natürlich auch was von mir bekommen. Sein Vater hat Tommy Hilfiger Socken bekommen und seine Mom eine L'Occitane Handcreme, weil sie die Marke so gern mag. Ja, von meinen Arbeitskolleginnen insgesamt, also sie haben alle drei, vier, sie haben alle vier zusammengelegt und haben mir was gekauft. Sie passen halt sehr gut auf, was ich brauche und was ich haben will, zu gut meiner Meinung nach, und haben mir einen Föhn geschenkt, weil ich meinen, den muss ich sowieso wegschmeißen, meinen alten. Weil der hat vor kurzem einen kurzen geschlagen. Das klingt ziemlich komisch. Also ich hatte vor kurzem, hat den Strom zusammengebracht, weil ich den verwendet habe. Und das ist nicht so geil, ne? Deswegen habe ich einen Föhn bekommen und der ist richtig gut. Ich habe mir heute auch wieder mit dem die Haare geföhnt. Ich liebe den. Ich liebe den wirklich. Der ist echt genial. Dann haben sie mir noch einen Schmuckkoffer geschenkt in grün. Ich wollte den nämlich damals unbedingt haben, war aber dann so geizig, mir den zu kaufen. Und jetzt haben sie mir den geschenkt. Finde ich voll süß. Der hat zwei Laden noch, also drei Laden, oder? Wartet. Na, zwei Laden. Und oben dann noch so ganz viele Fächer für Ringe und so. Jetzt ist mir die eine Lade rausgeknallt. Ganz viele Fächer für Ringe und so. Und da will ich auch die ganzen Swarovski-Ketten reingeben. Ich werde auch meinen Schmuck aussortieren, was ich nicht mehr so benutze. Dann werde ich meine Weihnachtsohrringe und so schon da mal reingeben. Ich freue mich schon richtig drauf, das dann zu bestücken. Da ist es ein bisschen gemischt. Ich muss damit wieder aufhören. Ich habe von Abteilungsleitung... Oh, den seht ihr jetzt da hinten. Ich habe eine Spardose in Scheißhaufenform bekommen. Die habe ich jetzt vergessen herzuholen. Aber die habe ich auch bekommen. Und von einer anderen Abteilungsleitung habe ich zwei Red Bull. Eine Vitamin C Tuchmaske hat sie mir geschenkt. Und was für die Figur? Lind Schokolade. Ich kann schon nicht mehr reden. Lind Schokolade hat sie mir auch geschenkt und auf die freue ich mich schon. Ich habe zwar vorgenommen, mir eigentlich im nächsten Jahr nicht mehr, also ich habe mir vorgenommen, im nächsten Jahr nicht mehr so viel zu naschen. Funktioniert nicht so gut bis jetzt. Obwohl ja, wenn noch nicht das nächste Jahr ist. Ich kann irgendwie heute nicht reden. Irgendwie bin ich ganz hebelig unterwegs. Von einer anderen Kollegin habe ich die Snow Fairy Badebombe bekommen und auf die freue ich mich schon. Die riecht man richtig da raus aus dem Paket, was ich da zusammengestellt habe, damit ich eben, also beziehungsweise der Karton ist von der einen Kollegin, weil sie mir so viel geschenkt hat. Also auf die bin ich echt gespannt, wie die ist.
Ich muss immer wieder mehr Badebomben und so verwenden. Ich bin in letzter Zeit echt fleißig. Da hat sie noch dazugegeben gehabt, so Raffaello-Kugeln 3. Die haben wir schon vernichtet, der Stefan und ich. Von meiner Samstagskraft habe ich Badebomben bekommen. Das habe ich noch gar nicht aufgemacht. Wow, das schaut echt schön aus. Ich hoffe, ich kann euch das zeigen. Ich habe gerade den Karton auf der Schoß und das schaut ja echt genial aus. Wow. Wow. Also das schaut mega aus. Bin gespannt, wie die sind. Die blaue interessiert mich extrem. Die schaut ja wirklich spannend aus. Diesen blauen Flakes da drin. Sie weiß jetzt wahrscheinlich, dass ich so gern bade. Ist ja kein Geheimnis. Aber das ist echt ein schönes Geschenk. Das ist so eine richtig große Box mit lauter Badekugeln. Also müsste ich mir eine Zeit lang wirklich nichts mehr kaufen. Von ihr habe ich auch noch so Kuschelsocken in Türkis bekommen. Weil sie weiß, dass ich eine Sockenphase in letzter Zeit habe. Dann hat sie mir gemacht gebrannte Mandeln selber. Die muss ich noch rauslegen, damit ich die essen kann. Und der Bär da oben ist ja auch so herzig, oder? Sowas von süß. Dabei war dann noch ein totes Meersalz-Peeling, so ein Öl-Peeling. Sie hat gesagt, das ist gut. Ich bin gespannt, wie das ist. Ich bin wirklich gespannt, wie das ist. Ist auch so von der Konsistenz her wie das Collister. Aber da bin ich echt neugierig. Wenn ich das Collister leer habe, werde ich das als nächstes Mal verwenden, damit ich mal gucken kann, wie das ist. Sie hat mir dann auch noch Masken reingelegt. Ich hoffe, dass da jetzt alles dabei war von ihr. Da habe ich noch was. Das muss ich auch noch nehmen. So. Und ich glaube, das war jetzt alles von ihr. Also ich habe dann noch Masken bekommen. Und sie hat mir noch Weihnachtsohrringe mit auch Mickey Mouse gekauft. Die finde ich auch süß. Die sind wirklich süß. Und zwei Masken habe ich noch gekriegt. Einmal die hier, das ist diese neue limitierte von Balea. Jetzt sieht man die erst. Diese Kurkuma oder so. Sweet Kurkuma heißt die. Und die hier hat sie mir geschenkt. Das ist diese Pfirsich-Nougat. Ich habe die schon mal benutzt. Ich finde sie okay. Ich hätte mir ein bisschen mehr von dem Duft erwartet, aber ich finde die nicht schlecht. Und jetzt habe ich noch einen. Da kann ich wenigstens die andere bunkern. Diese Ruby. Schieß mich tot. So, von einer anderen Kollegin habe ich einen Wichtel. Den habe ich jetzt draußen schon sitzen. Habe ich vergessen, euch zu zeigen. So ein großer Wichtel. Also groß. Einen Wichtel hat sie mir geschenkt. Eine Duschbombe. Auf die bin ich schon gespannt. Wie die ist. Ich hoffe, ihr kennt das ein bisschen. Eine Duschbombe. Von ihr habe ich auch dieses süße Kosmetik-Täschchen. Ich wollte das nämlich unbedingt haben, war aber zu geizig, mir das zu kaufen, weil ich ja so viele Duschsachen und so viele Kosmetiktaschen habe. Das heißt, ich kann da auch aussortieren. Da war drinnen einmal eine reichhaltige Handcreme. Das sind alles Trestle oder Trackle Moon Sachen, weil das war so von dem ein Set. Dann diese Cremi Winterdusche habe ich drinnen. Passend auch die Handcreme und dieser niedliche Badezusatz mit dem Teddybär. Was ich ja urherzig finde, habe ich euch eben auch im letzten Video, glaube ich, gezeigt, im letzten Haul-Video. Ich sollte das mal benutzen. Jetzt kriege ich das nicht mehr mal rein. Ich stelle es mal kurz auf die Seite. So. Von der anderen Kollegin, von der Manu, die hat ja echt übertrieben. Ich meine, ich zeige euch jetzt nur mal so kurz einen Einblick. Die Kaffeekapseln werde ich jetzt nicht rausholen im Video. Aber sie hat mir Kaffee geschenkt. Eine Kerze hat sie mir geschenkt von Iburo. Die wollte ich nämlich unbedingt haben und das hat sie sich gemerkt. Boah, die riecht ja mega. Also die riecht ja mega. Also Kerzen bin ich ausgerüstet jetzt wieder. Da kann ich wieder ein paar benutzen. Dann hat sie mir Socken geschenkt. Da hat sie den Preis runtergeben vergessen. Sehe ich jetzt auch erst gerade. Die sind lila. Die haben mir ja gut gefallen. Also die haben mir so gut gefallen, deswegen wollte ich die unbedingt haben. Sie jetzt mal aus der Hand förmlich gerissen, weil sie mir die schenken wollte. Und noch einmal Socken, von der Müller-Eigenmarke, von dieser Move-Up-Serie ist das, hat sie mir noch diese geschenkt. Und die überlege ich, ob ich heute anziehen soll, weil mir gefällt das Design von denen. Und ich bin gespannt, wie die ausschauen, wenn die getragen sind. Ihr kennt ja schon mittlerweile meinen Sockenfetisch. Dann hat die Verrückte mir drei Badekugeln geschenkt.
weil ich die unbedingt kaufen wollte, habe dann zu ihr gesagt, na okay, ich kaufe es mir doch nicht, weil die Kollegin auch gefragt hat, ob ich die nicht kaufen will, weil ich ja so ein Badekugeln-Junkie bin. Und ich habe gesagt, na, ich habe eh so viele noch von Lush, kauf mal lieber keine. Und dann hat sie mir die ganzen drei gekauft. Also, sie ist verrückt. Dann hat sie mir noch eine, nein, ich glaube, die ist von der Bitty noch, wo die Kulturtasche dabei war, genau. Die ist von der Bitty, die habe ich von ihr noch gekriegt, auf die freue ich mich auch schon anzuzünden, die riecht sich auch geil. Boah. Ja, ich bin ein Kerzen-Junkie und Badebomben-Junkie. Dann habe ich noch zwei Badetabs, die habe ich auch von ihr gekriegt. Und der Rest ist nur noch Kaffeekapseln. Da hat sie mir von einer günstigen Variante, was ich bei mir in der Kaffeemaschine verwenden kann, hat sie mir die geschenkt. Ich habe mich nämlich schon gewundert, weil eine Kollegin hat zu mir gesagt, sie hat sie für mich mitgenommen. Aber keiner wusste wahrscheinlich, dass sie mir die zu Weihnachten schenken wollte. Aber es ist auch eine liebe Idee. Ich habe mich so über das Paket gefreut, weil sie das so richtig gut aussuchte. Die Socken, die Badekugeln, über alles habe ich mich natürlich gefreut, nicht falsch verstehen. Besonders über dieses Set auch von der Bitty mit meinem Kulturtäschchen, was ich so geil fand, wo ich mir zu geizig war, das zu kaufen. Ja, ich habe mich echt über alles gefreut und besonders über die Kette und über den Duft und über die Gutscheine. Ich freue mich über alles. Ja, dann habe ich noch die zwei letzten, das sind so Badetabs. Einmal das Badetab mit Glücksgut, Mandelblüte. Mit Granatapfel und Cranberry ist das hier und mit wertvollem Mandelöl. Also da habe ich jetzt wirklich viel zum Benutzen, würde ich jetzt sagen. Da habe ich echt viel zum Benutzen, aber ich freue mich schon drauf. Ich freue mich wirklich schon drauf, weil ich finde auch die Sachen so niedlich aussucht, die ganzen Masken, die Kerzen. Also die haben sich echt viel Gedanken drüber gemacht. Ich habe ihnen auch was geschenkt. Ich habe ihnen ein Collister Peeling geschenkt mit Ampullen von Müller und was war das andere noch? Heindl-Schokolade. Auch diese Apfelstrudel, was ich euch davor gezeigt habe, was ich auch gekriegt habe von der Min. Ja. Ich bin echt happy über die ganzen Sachen. Ich freue mich tierisch über die Sachen. Auch über die Gutscheine freue ich mich. Viele sagen immer, Gutscheine verschenkt man nicht, aber das finde ich ein Blödsinn. Ich werde mir mit einen Gutschein noch ein. Achso, ich habe auch noch einen Amazon-Gutschein von Stefan seinen Freunden bekommen. Und wir haben zusammen von der Mutter von der besten Freundin einen blauen Hugo bekommen, auf den ich mich schon mega freue. Also schon du geil was. Und er hat auch, glaube ich, Xbox-Gutscheine und so gekriegt, auch von mir. Naja, falls Fragen kommen, was ich ihm geschenkt habe. Ich habe ihm von Happy Socks Socken geschenkt. Da hat er sich extrem gefreut über die Socken. Und einen Hugo Boss Duft und auch 100 Euro Xbox. Habe ich ihm auch geschenkt. Also gleicht das zwar seines nicht aus, aber hätte ich das gewusst, hätte ich auch den größeren Hugo Boss genommen. Aber ich wollte mal, dass er ihn zuerst benutzt und mal probiert, ob er ihn überhaupt wirklich gefällt. Er ist mit Düften ein bisschen komplizierter. Naja, eigentlich eh auch so wie ich. Ich mag ja auch nicht alles. Also ist er da eigentlich eh auch so wie ich. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich bin auch immer perplex wegen diesen Tom Ford Sachen. Ich habe auch schon geplant, was ich mir mit den Gutscheinen kaufe. Da war ich jetzt vorher gerade, was ich euch noch erzählen wollte. Ich kaufe mir noch einen Tom Ford Duft. Ich will aber ein paar andere Düfte. Also ich habe wirklich nächstes Jahr viel vor. Ich habe auch öfter frei. Ich muss natürlich auch lernen für die Fahrschule. Das dürfen wir auch nicht vergessen, weil ich muss wieder Gas geben, weil zur Weihnachtszeit war es einfach keine Möglichkeit da, dass ich lernen kann. Aber jetzt halt wieder. Und ich will mir unbedingt mit deinem Gutschein den Tom Ford kaufen. Den Noir Extreme, glaube ich, heißt der. In den habe ich mich so verliebt, den brauche ich einfach. Das ist nämlich eigentlich ein Herrenduft, aber ich finde den mega gut an mir. Also ich muss den haben. Und von Twilly eine Bodylotion. Ich habe den Twilly jetzt aktuell auch in Verwendung. So immer abwechselnd mit dem Tom Ford oder mit meinen anderen Düften, die ich gerade aktuell verwende, wo ich eh wieder ein Video drehen muss. Ja. Ja. Das war es eigentlich. Tom Ford und die Twilly Body Lotion, genau. Und bald habe ich ja sowieso wieder Geburtstag, da werde ich mir auch wieder Gutscheine wünschen. Mal schauen von wo. Kommt drauf an, ob wieder ein Lockdown ist oder nicht, aber mal schauen. Ja, aber das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Könnt ihr mir gerne mal in den Kommentaren schreiben, was ihr zu Weihnachten gekriegt habt. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bye!